Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. Im zweiten Teil meiner fünfteiligen Videoreihe zum Mini-Katalog und zur Celebration möchte ich euch diese ungewöhnliche Facettenbox zeigen. Die Idee habe ich von Sam von Mixed Up Craft. Das ist ein YouTube-Channel aus UK. Und ja, mir war die Box etwas zu groß, deshalb habe ich sie in kleiner umgerechnet und vor allem in Zentimeter statt in Inch. Und die möchte ich euch heute zeigen, wie man diese bastelt. Und außerdem, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, habe ich hier überall so goldene Elemente draufgeklebt, Blüten oder eben das Etikett hat einen goldenen Rand. Und das ist gemacht mit den neuen Deko-Metallblättchen in Gold von Stampin' Up. Und auch das möchte ich euch heute zeigen, wie man mit diesen Metallblättchen umgeht. Ja, was verwenden wir dazu? Und zwar als erstes einmal das Designerpapier Hortensienpack. Das zeige ich euch hier jetzt gleich. Also wieder 6 unterschiedliche Designs, viele verschiedene Blüten, wie ihr seht, und alles eben mit Hortensien drauf. Das hier finde ich auch ganz besonders schön. Das hat auf beiden Enden eben diese Hortensien und diesen hellblauen Hintergrund. Und wenn man dann das Papier umdreht, dann sind das eher dezente Hintergründe. Und wie ihr schon erkennen könnt, habe ich mit diesem hier heute gearbeitet. Okay, also das ist das Designerpapier, Hortensienpack. Und außerdem habe ich mit dem Produktpaket herrliche Hortensie gearbeitet. Die Stempelmotive sind hier etwas verkleinert, weil das, wenn man es aufmacht, gleich 2 Packungen sozusagen sind. Und sich das vorne nicht ganz ausgehen würde, wenn man das in Originalgröße abbilden würde. Und ich finde die Blüten von diesen Hortensien echt wirklich wunderschön. Und es sind auch nette Sprüche, die man immer wieder brauchen kann, mit drauf. Also Glückwunsch, vielen Dank, ich hab dich lieb, die Welt ist schöner mit dir drin, du bist meine Heldin, du bist die Beste, mit Liebe für dich, du kannst einfach alles schaffen, danke für all die großen und kleinen und großen Dinge. Ja, viele Sprüche und auch nette Motive mit den Blüten und den Blättern, also ein tolles Stempelset, wie ich finde, und dazu passend dann auch die Hortensienstanzen, und hier sind auch noch versteckt 2 kleine Etikettstanzen, und die habe ich verwendet. Das ist eine Reihe, ergibt dann einfach 9 Blüten, wenn man das ausstanzt. Das ist auch noch hier in dem Paket dabei. Okay, so. So viel zu den verwendeten Produkten. Ein paar Kleinigkeiten zeige ich euch dann später noch. Dann fangen wir an zu basteln. Als Grundpapier habe ich einfach flüsterweißen Farbkarton mit den Maßen 21 x 21 cm verwendet. Und hier nehme ich hier jetzt gleich mein Schneid- und Falzbrett. Und was ich jetzt mache, ist einmal zu falzen, und zwar bei 1 cm. Dann weiter
bei 6 cm. Bei 10 cm. Bei 12 cm. Und bei 16 cm oder einfach einmal umdrehen. Ich bin jetzt zu voll zum Ausklappen. Und das wären dann nochmal von der anderen Seite 5 cm. Aber wie gesagt, ihr könnt auch 16 cm einfach falzen. Ergibt dasselbe. Gut, dann legt ihr das Papier so an, dass diese Lasche, diese 1 cm Lasche nach oben schaut und falzt jetzt folgendermaßen. Und zwar Achtung, wir falzen nicht durchgängig. Wir falzen bei 5 cm. Und zwar einmal ganz unten diese letzte Falz, also die 5 cm quasi, die letzten 5 cm falzen wir einmal. Und oben die letzten 6 cm, also von der zweiten Falzlinie. Das heißt auch diese 5 cm plus diese 1 cm Lasche. Dann schieben wir das Ganze weiter auf 10 cm und machen wieder dasselbe. Das heißt oben bis zur zweiten Falzlinie und unten von der letzten nach unten. Und das machen wir jetzt auch noch bei 15 und 20 cm. Bei 20 cm ziehen wir übrigens die Falzlinie wieder ganz durch. Das wird unsere Klebelasche. Aber bei 5, 10 und 15 cm nur teilweise falzen. So. So sieht das Ganze dann aus. Ich hoffe, man kann es halbwegs erkennen. Ich erkenne nicht viel. Gut. Nehmen wir ein Lineal und ein Falzstift oder ein Falzbeil. Und jetzt wird es etwas knifflig. Und zwar, wir ziehen jetzt Diagonalen von dieser Falzlinie hier unten oder diesem quasi Kreuzungspunkt, wo wir dann aufgehört haben zu falzen, bis zur Ecke hier oben. Also auch wieder diese zweite Falzlinie, wo wir vorher gerade aufgehört haben zu falzen, nur eben diagonal, das heißt von links oben nach rechts unten, wenn man diesen Bereich der, ersten 5 cm betrachtet und von links unten nach rechts oben. Aber Achtung, man darf nämlich nicht durchziehen. Und zwar, ihr legt das einmal so an, als würdet ihr hier eine Diagonale ziehen und dann fängt ihr an zum Falzen, aber nur bis zur Falzlinie. Und diese Mittelfalzlinien, da falzt ihr nicht durch. Das heißt, ihr zieht zwar die Diagonale quasi, aber ihr lässt diesen Mittelpunkt zwischen diesen mittleren beiden Falzlinien aus, da zieht ihr keine Linie. Und dasselbe von der anderen Seite. Bis zur Falzlinie und weiter. Wenn sich das nicht richtig durchdrücken lässt, okay, ja, funktioniert, dann könnt ihr euch zum Beispiel eine Schaumstoffunterlage unterlegen, dann
funktionieren die Falzlinien viel besser, dann sind sie tiefer nachher, wenn ihr fertig seid, und lassen sich leichter falten. Bei mir geht es jetzt so auch, weil ich unter meinem Papier noch so einen Stoff liegen habe, als schöneren Hintergrund. Aber ja, nur als Tipp, wenn die Falzlinien nicht tief genug werden bei euch, dann könnt ihr so eine Schaumstoffunterlage unterlegen. So, und das machen wir jetzt quasi bei allen vier Abschnitten hier. Also die Diagonalen ziehen, aber immer die Mitte auslassen. So, wenn ihr das jetzt fertig habt, dann sind wir auch fast fertig mit Falzen. Was wir jetzt noch falzen müssen, ist einfach unsere Punkte verbinden. Und zwar einfach hier gerade zwischen den zwei Punkten, die hier übereinander, wo quasi eure, da sind so kleine Dreiecke entstanden sozusagen, und halbe Dreiecke an den Enden, und die beiden Punkte, Endpunkte der Dreiecke, da zieht ihr immer eine gerade durch. Das sieht dann so aus. Seht ihr das? Okay. Und das wird auch wieder viermal gemacht. Da entstehen so kleine Rechtecke. Gut, dann sind wir fertig mit Falzen. Dann nehmen wir die Papierschere zur Hand. Und zwar schneiden wir jetzt folgendermaßen zurecht. Wir schneiden einmal vom Boden hier. Also das mit der Lasche hier oben wird der Boden. Das ist die Deckelreihe, die Hauptbox und der Boden. Und ja, ich habe den Boden also zu mir schauend und schneide jetzt einmal zuerst die Klebelasche vom Boden weg. Beim Hauptteil der Box schräge ich sie am unteren und am oberen Ende ab. Und den Rest der Klebelasche schneide ich auch ab. So, dann kann ich auch noch gleich alle Bodenlaschen einschneiden. So, und wenn ihr euch das jetzt anschaut, also diese beiden Teile gehen ja dann irgendwann zusammen und ergeben die Rückseite. Hier. Das heißt, dann, das ist die Rückseite sozusagen. Und das hier, sozusagen das dazwischen, ist dann unsere Vorderseite, also unser Deckel. Das heißt, wir schneiden jetzt einmal hier auch vom Deckel alle vier Teile ein. Okay, wir haben gesagt, das wird unser Deckel. Der schließt nach hinten, also er verläuft von der Vorderseite zur Rückseite. Heißt, die zwei sind die Seitenteile und das ist dann Teil des Rückenteils. Das heißt, das können wir einmal abschneiden ganz entlang der Lasche hier. An den Seitenteilen können wir die Lasche hier abschneiden. Und außerdem die Seitenteile noch ganz leicht, wie ihr hier seht, von beiden Seiten abschrägen.
Das macht ihr beim zweiten Seitenteil auch. Und beim Deckelteil war ich etwas ungenau beim Schneiden. Da korrigiere ich noch kurz mal nach. So, beim Deckel, bei dieser Lasche, ganz wenig nur, aber Entschuldigung, schräge ich hier diese Lasche auch etwas ab. Dann lässt sie sich später leichter hineinstecken. Gut, das war jetzt die Schneidarbeit soweit für den Farbkarton. Wir können jetzt eigentlich schon einmal hergehen und mit dem Falzbeil die geraden Falzlinien alle nachziehen. Und dann selbstständig, und da wird es natürlich jetzt etwas schwieriger und ich hoffe, ihr habt genau gefalzt, hier diese Innenfalzlinien einfach eindrücken. Gar nicht so einfach, aber es geht. Und es ist einiges einfacher, weil wir schon die Schnitte hier gemacht haben und somit sich der Farbkarton auch etwas bewegen kann rund um diese Falzlinien. Und das macht ihr wieder bei allen Falzlinien hier im Mittelteil. Bevor wir das Ganze jetzt aber zusammenkleben, bekleben wir noch unsere ganzen Abschnitte. Dafür braucht ihr einmal ein Stück Designerpapier mit den Maßen 4,5 x 4,5 cm. Das ist das Designerpapierstück für den Deckel. Das können wir gleich mal auf den Deckel aufkleben. So, dann braucht ihr weiters 4 Stücke. Und davon können wir aber jetzt nur mal 3 aufkleben, bis wir die Box zusammengeklebt haben. Und die haben 1,5 x 3,5 cm. Also wie gesagt, 3 kleben wir jetzt schon auf. Und zwar die kommen auf diese Mittelstreifen, auf diese breiteren hier. Und der 4. sozusagen kommt dann hier drüber, sobald die Box zusammengeklebt ist. So, ganz kleine Stücke haben wir auch noch 4. Die haben die Größe von 1,5 x 0,5 cm. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, kommen die da zwischen diesen länglichen Stücken hier in die Mitte rein. Für den nächsten Schritt brauchen wir 8 Stück Designerpapier mit den Maßen 4,3 x 3,5 cm. Und die werden zu solchen Trapezen zugeschnitten. Ich habe das jetzt schon 7-mal vorgearbeitet, weil sonst dauert das alles hier zu lange. Aber einmal möchte ich euch noch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar nehmt ihr euch einfach einen Bleistift und ein Lineal zur Hand und markiert euch hier an einen der beiden längeren Ränder einmal 1,75 cm und einmal 2,55 cm. Ja, ich weiß, es sind schräge Maße, aber das geht sich einfach nicht schön aus. Und dann nehmt ihr eine etwas längere Schere.
Und zwar deshalb, weil dann müsst ihr keine Linien zeichnen, sondern könnt einfach auf einmal schneiden. Oder ihr macht das mit dem Schneidbrett, ich mache es einfach mit einer längeren Schere. Und schneidet von der unteren Kante zu diesem markierten Punkt. Und dasselbe mit dem zweiten Punkt und der zweiten Kante. Und schon ist euer Trapez fertig. Wenn ihr keine lange Schere zur Hand habt, dann könnt ihr natürlich auch die Linien mit Bleistifte zeichnen und dann nachschneiden. Mir war es einfach zu mühsam und deshalb habe ich das so gemacht. Okay, und wie ihr euch schon denken könnt, müssen diese Trapeze jetzt alle hier auf diesen Stücken oben und unten aufgeklebt werden. Und das mache ich jetzt schnell im Schnellvorlauf. Okay, gut. So sieht das dann fertig aus. Und dann kleben wir die Box mit Hilfe der Klebelasche zusammen. Das heißt, wir geben hier jetzt einmal Kleber auf die Klebelasche. Und dann ziehen wir die andere Seite zu uns und richten das Ganze entlang der Falzlinien einfach einmal aus. Ihr könnt euch das ja noch zurechtschieben. Deshalb gibt es ja Flüssigkleber. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch hier das hintere Teil nach innen drücken, sobald es klebt. Und schon habt ihr die Grundform eurer Box. So, dann fehlt uns jetzt noch der Boden. Das heißt, wie immer suchen wir uns die Rückseite, die ja in unserem Fall jetzt hier ist. Das letzte Rechteck hier können wir nun aufkleben. Das kleben wir hier jetzt einfach drüber. Das versiegelt das Ganze noch etwas mehr und verschönert auch die Rückseite. So, und wie gesagt, jetzt kleben wir den Boden zusammen. Das heißt, das hier wird die Rückseite. Das sind somit die Seitenteile und mit denen fangen wir wie immer beim Boden mit dem Zusammenkleben an. Das heißt, ich gebe mal Flüssigkleber auf das erste Bodenteil und klappe das zweite drüber. Richte es schön aus, gebe dann wieder Flüssigkleber auf das zweite Seitenteil und jetzt Achtung, zuerst die Rückseite nach vorne klappen und zukleben und jetzt als allerletztes geben wir Flüssigkleber auf das letzte Teil und klappen die Vorderseite nach hinten. So. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die Lasche zuklappen und wir haben schon unsere facettierte, ungewöhnliche Box fertig. Ist einiges an Falz- und Schneideaufwand, aber ich finde, sie sieht einfach wirklich toll aus. Und ja,
Jetzt wollen wir sie eigentlich nur noch dekorieren. Und da habe ich mir leider hier auch etwas aufwendigere Deko ausgesucht. Und zwar habe ich hier einmal eine Ellipse mit den lagenweisen Ovalen ausgestanzt. Und zwar, das ist die zweitkleinste von den flachen hier. Und mir den Spruch, du bist die Beste, aus dem Stempelset Herrliche Hortensie ausgesucht. Und in Amethyst stemple ich nun diesen Spruch einmal hier auf mein ovales Stück auf. Schön darauf achten, dass man nicht irgendwo rausstempelt. Gut, das war's auch schon wieder mit dem Stempel. Und dann habe ich ausgestanzt mit, ich habe die Stanzform vorher schon gezeigt, diesen kleinen Blüten. Einige Blüten, also so eine Reihe Blüten im Farbkarton Abendblau und eine Reihe mit dem Farbkarton Amethyst. Und auch hier habe ich schon wieder etwas vorgearbeitet. Und zwar arbeiten wir hier jetzt mit dem Blattgold. Und ich möchte euch zeigen, wie man das Blattgold hier auf diese Blüten drauf bekommt, beziehungsweise man kann damit auch Motive machen. Also ich habe das vorbereitet und dachte, ich kann es verwenden. Es passt mir dann aber nicht so richtig auf die Box. Aber ich finde, das ist ganz wunderschön geworden. Also man kann da wirklich auch filigrane Motive damit machen mit diesem Blattgold. Und ich habe hier übrigens im Hintergrund auch mit Aquarell gearbeitet, also auch wieder in Abendblau und Amethyst habe ich hier einen Aquarellhintergrund zuerst kreiert und dann die Blüten drauf embossed sozusagen und diese Dekoblättchen in Gold drauf gegeben und das sieht dann so aus. Und wie das Ganze dann funktioniert wirklich in der Anwendung, diese Dekoblättchen zeige ich euch eh noch. Und wir machen auch den Rand, dieses Etikett in Gold. Zwei dieser Blüten habe ich jetzt noch hier und ich zeige euch zwei Methoden, wie ich das hier jetzt aufgetragen habe auf diese Blüten. Und zwar einmal habe ich, also man braucht das Versamag Kissen. Die ersten paar Schritte funktionieren nämlich gleich wie beim Embossing. Das heißt, ihr nehmt Versamag-Tinte und Variante 1 ist, ihr drückt einfach die Blüte ins Kissen. Schön rein, damit sie wirklich Versamag-Farbe abbekommt. Oder Variante 2, das habe ich auch gemacht, ist, ihr nehmt einen Mischstift, drückt den einige Male rundherum ins Kissen und tragt dann die Versamag-Tinte dort auf eure Blüte auf, wo ihr sie hinhaben wollt. Beide Varianten funktionieren. Mit der einen könnt ihr ein bisschen kontrollierter arbeiten, mit der anderen wird es halt, ja, wie es sich halt gerade ausgeht. So, und dann, wie immer beim Embossing,
geben wir die Blüten hier in ein Stück Papier und jetzt nehmen wir, das ist neu, das ist ein Heißklebepulver. Und dieses Heißklebepulver, das schütten wir jetzt genau wie beim normalen Embossing. Ah, die Blüte hat sich umgedreht, da kann das nicht funktionieren. Einfach über unsere Blüten drüber. Mit den kleinen Blüten ist das gar nicht mal so einfach. Da nehme ich mir doch gleich, damit ich nicht so herumpatze, die Pinzette zur Hand. Die brauche ich dann sowieso gleich, später auch noch. Und dann schütte ich, wenn ich sie zu fassen bekomme, das restliche Pulver hier ab, lege die Blüte mal zur Seite. Dasselbe mache ich mit der zweiten Blüte hier und das Pulver schütte ich hier wieder rein. So, wenn wir schon noch beim Versamarkt Tinte und Pulver sind, dann machen wir auch noch gleich das Etikett mit. Und zwar, das Etikett drehen wir einfach einmal im Kissen, sodass der Rand überall Versamarkt-Tinte drauf bekommt. Und wenn ihr einmal rundherum seid, dann legt ihr das wieder in euer Blatt Papier. Und schüttet wieder euer Heißklebepulver drüber. So, jetzt solltet ihr darauf achten, dass da in der Mitte nicht viel Pulver kleben bleibt, sondern dass wirklich nur am Rand bleibt und das überschüssige Pulver wie vorhin zurück in die Dose. So, und jetzt kommt dieses Dekometallblättchen Gold ins Spiel. Und die sind extrem hauchdünn und fliegen durch die Gegend. Ich mache mal ganz vorsichtig hier den Deckel auf und sie sind auch total schnell statisch geladen und bleiben dann überall hängen. Also ihr müsst da jetzt wirklich aufpassen, dass ihr da nicht reinatmet, niest oder sonstiges. Seht ihr, die sind da ganz fluffig, leicht und bewegen sich sofort und ja, fliegen auch sofort raus. Und ich habe mir einen Teil und schon gibt es Flüchtige. Einen Teil dieser Blättchen in eine extra Dose gegeben. Die kann ich schön zumachen auch, diese Dose. Und ihr habt schon gesehen, die machen sich wirklich sofort aus dem Staub. Und ja, ihr habt das Zeug dann überall, wenn ihr nicht aufpasst. So, wie geht's jetzt weiter? Und zwar, ihr braucht jetzt ein zweites Stück Papier. Und dieses zweite Stück Papier, da habt ihr wieder einen Knick drin, da gebt ihr einen Teil dieser Metallblättchen drauf.
Und dann macht ihr den Rest wieder zu, damit sie euch nicht entfleuchen. Und dann geht ihr jetzt Stück für Stück her. Da dieses Heißklebepulver soll nicht, nämlich dann nicht gleich wieder total abkühlen. Und ihr nehmt jetzt so eine Blüte mit der Pinzette und föhnt das einmal mit dem Föhn. Und den Föhn bitte nicht in Richtung der Blättchen halten. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt so machen kann, dass man es noch sieht. Ich schalte mal ein. Und sobald ihr das geföhnt habt, legt ihr das hier so verkehrt in diese Blättchen rein. Und dann könnt ihr mit dem Finger drüber rubbeln, um die Rückstände hier so gut wie möglich mal zu entfernen. Und legt es wieder zur Seite, dieses eine Blättchen. Und dasselbe macht ihr jetzt mit dem zweiten auch nochmal. So, und um Rückstände zu entfernen, ich muss mir noch einen be besseren Pinsel kaufen, aber könnt ihr dann nochmal mit einem Pinsel hier, vor allem bei den Stempelmotiven ist das ratsam, dass ihr wirklich alles wegbekommt, was nicht hundertprozentig dran haftet, mit einem Pinsel nochmal drüber gehen. Okay. Hier nochmal mit dem Fingernagel rein in diese Kanten auch. Und ja, das sind dann, ich zeige sie euch noch kurz, unsere fertigen Blüten. Ich finde den Effekt auf den Blüten wirklich toll. So, und dann geben wir für das Etikett das Blattgold wieder in unsere Dose zurück. Man muss hier echt vorsichtig arbeiten mit diesem Blattgold. Es ist wirklich, ja, wenn man nicht gerne mit so Sachen, wo man sich schmutzig macht und was herumfliegt und so arbeitet, ist das nichts für solche Personen, die das nicht gerne machen. Also das, man hat es dann einfach auf den Fingern. Und ja, gefährlich überall. Vor allem, ihr habt gesehen, ich habe ausgeatmet. Okay, und ich fülle hier noch etwas Blattgold nach in meinen Behälter. Bevor ich jetzt das Etikett mache. Und zwar für das Etikett nehme ich jetzt das Etikett her und auch hier wieder mit der Pinzette und gehe mal mit dem Heißluftföhn drüber. Und dann, sobald das geschmolzen ist, gebe ich das Etikett hier am besten rein und drehe da einmal rundherum. Das funktioniert irgendwie in der Dose, finde ich, besser als mit einem Blatt Papier. Und das bleibt vielleicht nicht überall haften. Also ich habe hier, glaube ich, an manchen Stellen das Embossing-Pulver hatte ich schon wieder abgekratzt, sozusagen vor dem Heißföhnen. Aber wir brauchen es ja nicht überall, es soll nur teilweise hängen bleiben. Und ja, so auf jeden Fall habe ich jetzt alles auf meinen Fingern. Das rubble ich mir mal als erstes ab.
Es lässt sich, wie ihr seht, von den Fingern eigentlich recht gut runterrubbeln. Also er glitzert dann nachher noch ein bisschen. Aber sonst geht das. Und dann, ich nehme mir da nochmal das Blatt zur Hand, weil ich habe da schon wieder überall diese Mini-Stücke. Und dann gehe ich jetzt wieder mit dem Pinsel da drüber. Ich sollte mir einen harten zulegen. Dann geht es wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Und da hatte ich scheinbar etwas Kleber drauf. Und über die Ränder streiche ich dann mit den Fingern, damit hier noch der Rest weggeht. Und dann haben wir unseren Glitzerrand gemacht. Der Rest kommt wieder zurück in die Dose und die Dose ganz schnell, schon wieder ein Ausreißer, die Dose ganz schnell zu. Und ja, so arbeitet man mit diesen Blättchen. Nun müssen wir das Ganze nur noch auf der Box anbringen. Das heißt, wir nehmen, wenn ich sie finde, hier Mini-Dimensionals oder normalgroße, ganz egal. Auf jeden Fall brauchen wir zwei Dimensionals und die kleben wir auf die Rückseite des Etiketts und dieses dann einmal hier so schräg über unseren Deckel. Dann nehmen wir uns unsere ganzen Blüten zur Hand und die biegen wir alle mit den Blütenblättern ein bisschen nach oben und mit etwas Flüssigkleber hier hinten in der Mitte kann man die dann wunderbar auf zum Beispiel dem Etikett anbringen. Oder auf den Seitenteilen der Box. Das mache ich jetzt einmal kurz im Schnellvorlauf mit allen diesen Blüten. So, last but not least, das Letzte, was ich euch für heute zeigen möchte, man sieht es fast gar nicht, das glänzt so viel, in der Folie den Perlenschmuck in Pastelltönen. Der gehört auch zu diesem Produktset sozusagen und da gibt es in vier verschiedenen Tönen so pastellige Perlen. Ich finde die wunderschön, ich stehe einfach auf Pastellfarben und ein paar dieser Perlen kleben wir jetzt auch einfach noch auf unsere Box und zwar auf den Deckel hier und schon ist unsere Box auch fertig verziert. Also das ist unsere fertige, ungewöhnlich facettierte Box und ich hoffe, auch wenn das Video heute wirklich lange geworden ist, dass euch das Video gefällt, ihr diese Box nacharbeitet und ihr auch morgen an Tag 3 meiner Videoreihe wieder einschaltet. Und wie immer übrigens findet ihr alle die verwendeten Produkte und Detailmasse noch einmal zum Nachlesen auf meinem Blog www.stempel.at. Okay, dann bis morgen. Tschüss!